Ein eigenes Kindergartenangebot für Beschäftigte und Studierende der Universität zu Köln. Dafür investierte man 2011 rund 5,5 Millionen Euro. Mit weiteren 1,1 Millionen wurden diverse Gleichstellungsmaßnahmen veranlasst, zum Beispiel in den Bereichen Forschung, Verwaltung und Qualitätskontrolle. Mit 21% Uni-Professorinnen erfährt die Zahl der Frauen hier im Vergleich der letzten 20 Jahre eine Verdreifachung. Der Anteil an Doktorandinnen liegt derzeit bei 46%. Das sind 20 mehr als noch im Jahr 1990. Viel hat sich getan und viel ist noch geplant. Geschlechterrollen im Wandel unter dem Arbeitstitel Gender and Diversity. Gender sind die Geschlechterrollen, in die eine Person aufgrund der ganzen kulturellen und sozialen Begebenheiten sich entwickelt oder ja, in die sie auch manchmal gedrängt wird, je nach Zuschreibung. Und da geht es eben darum, diese Rollen zu reflektieren und zu sagen, wie zeigt sich denn das Geschlecht zum Beispiel in der Wissenschaft und der Forschung. Manchmal wird es komplett vergessen. Zum Beispiel medizinische Studien wurden früher oft nur an männlichen Probanden abgehalten oder die Tests gemacht und dann wirklich zeigte sich nachher in der Anwendung der Medikamente, dass die Frauen ganz anders darauf reagieren, der weibliche Körper. Oder was bedeutet zum Beispiel einen Karriereweg von oder für eine Frau? Wie ist der Verlauf und wo sind die Unterschiede? Diversity beschäftigt sich mehr mit der kulturellen oder sozialen Vielfalt in einer Institution. Da wird die Gesamtmenge angeschaut und wird geschaut, was bringen wir denn an Individuen hervor und was bringen die mit, was wir positiv für unsere Institution nutzen können. Inwiefern befasst sich denn die Universität zu Köln jetzt mit diesem Thema? Einige Zahlen, wie gesagt, haben wir jetzt schon gehört, aber vielleicht können Sie das nochmal ein bisschen konkreter ausführen. Die Universität zu Köln, also wenn ich mich jetzt auf den Bereich Gender Mainstreaming beziehe, befasst sich sehr intensiv mit dem Thema. Also die Hochschulleitung hat da die Ärmel hochgekrempelt und geht ganz offen und aktiv mit diesem Thema um und will es ganz stark weiterentwickeln. Also wir sind im Landesdurchschnitt, wenn man die Zahlen sich eben anschaut, wirklich auch gut auf dem Landesdurchschnitt. Wir haben 21% Professorinnen, das heißt, wir sind da ganz gut repräsentiert. Sind nicht hinten dran, aber es fehlt eben wirklich die Entwicklung zu sagen, zu einer realen Gleichstellung fehlen eben nochmal 30%. Ich meine, das ist eine sehr virtuelle Zahl, diese 50-50, das ist nicht immer ganz erreichbar, aber das ist einfach natürlich das groß angelegte Ziel und die Hochschulleitung unternimmt enorm viel, insbesondere in den letzten Jahren, jetzt auch mit der Exzellenzinitiative, um die sich die Universität zu Köln beworben hat. Und es gibt auch in jeder Fakultät eine Ansprechpartnerin für Gleichstellungsfragen. Also wenn eine Studentin jetzt ein Problem hat und sagt, ich kann hier auch irgendwas nicht vereinbaren oder da gibt es einen Prof, der macht manchmal ein bisschen seltsame Bemerkungen gegenüber Frauen, finde ich nicht so schön, dann kann die zu ihrer Ansprechpartnerin gehen. Oft ist es in der Fakultät, kennen die sich besser, also so eine Art Vertrauensdozentin für Gleichstellungsfragen. Und dann können die das vor Ort lösen. Wenn sie da nicht zu einer Lösung kommen, dann kann ich als zentrale Gleichstellungsbeauftragte auch nochmal unterstützen oder mich auch hilfesuchend an die Hochschulleitung wenden, die da eben auch immer ein offenes Ohr hat. Und dann versuchen wir da wirklich Bedingungen zu schaffen, die eben allen gerecht werden. Also Beratung ist auf jeden Fall ein ganz wichtiger Zweig. Warum ist denn eigentlich ein ausgewogenes Frauen-Männer-Verhältnis so wichtig? Ja, es ist so, dass die Frauen immer noch die besseren Abiturnotendurchschnitte haben, auch im Studium sehr, sehr erfolgreich sind und auf dem Weg aber der weiteren Qualifikation, sei es im wissenschaftlichen Bereich oder auch im nicht wissenschaftlichen Bereich, wenn man sich die Verwaltungswege anguckt, dann gehen die Frauen auf dem Weg verloren. Und es ist ja schon wichtig zu sagen, wir wollen eine gute Qualität in allen Institutionen, eben auch die Hochschule, die Universität zu Köln möchte qualitativ hochwertiges Personal haben, gerade im Besonderen natürlich im Bereich der Wissenschaft und Forschung. Und da wäre es natürlich schade, auf die Frauen zu verzichten. Was sagen Sie dann persönlich zu dem Begriff Frauenquote? Ich finde, die Frauenquote ist ein ganz gutes Instrument, um Frauen wirklich sehr schnell jetzt in einer adäquaten Repräsentationsquote in eine Institution zu bringen. Was natürlich nicht vernachlässigt werden darf, ist die Qualität, die insbesondere auch für eine Hochschule sehr, sehr wichtig ist, zu sagen, wir wollen wirklich natürlich sehr ausgewiesene Forscherinnen und Forscher an der Universität haben. Und jetzt eine zu hohe und zu starre Quote würde dann natürlich auch erstmal bedingen, dass vielleicht auch ein paar angenommen werden müssten, die vielleicht nicht so qualifiziert sind, aber dementsprechend sollen auch in den aktuellen Quotendiskussionen diese Quoten nicht gesetzt werden. Was wünscht man Ihnen denn jetzt für die Zukunft in diesem Bereich Gender?
eigentlich würde ich mir wünschen, dass ich ziemlich bald überflüssig werde. Es wäre natürlich so schön, wenn die Chancengleichheit gewährleistet wäre für Mann und Frau an dieser Hochschule, dass es gar nicht mehr notwendig ist, zu intervenieren. Also die Prognosen sagen im Moment bis 2050, wenn wir so in diesem Tempo weitermachen und den Anteil an Frauen erhöhen, ist die Gleichstellung relativ erreicht, ist natürlich aber noch ein bisschen hin. Bin ich schon in Rente und mich würde es natürlich freuen, wenn ich vor meiner Rente eigentlich unnötig wäre. Wäre ein schönes Ziel der Gleichstellung. Dann drücke ich Ihnen dafür die Daumen. Vielen Dank, Frau Gäckle, für das Gespräch. Dankeschön, Frau Patscher. Ich danke Ihnen.